Guten Morgen. Bisschen vergrieselt heute Morgen. Ja? Ist das zu dunkel oder geht das so? Das geht, glaube ich, ne? Soll für heute mal reichen. Ja, allzu viel habe ich gestern gar nicht erlebt. Ich war bei, das heißt doch, ja schon beruflich. Ich war bei einem Kunden gewesen gestern Nachmittag noch. Also erstmal gestern Vormittag war eine Heizung da, da hatte ich ein Ersatzteil für bestellt. Und ja, das war von einem Mischer. Da geht so ein Dorn raus und auf diesem Dorn sitzt der Motor und der dreht das Ventil. Und ringsrum sitzt ein O-Ring, dass das Wasser nicht rausgeht aus dem Heizungssystem. Und dieser O-Ring war kaputt. Dafür musste ich so eine Scheibe von diesem Stift runterziehen und die war mit vier Schrauben fest. Zwei gingen erst los. Die dritte auch noch mit ein bisschen Kraft. Und die letzte unten, die war ja nun schon ziemlich, wie will ich sagen, verrostet, dadurch, dass das Wasser lange runtergesimmert ist. Und die musste ich dann noch aufbohren. Da muss ich nochmal los. Windeschneider holen und solche Sachen. Naja, auf jeden Fall war das wieder mehr Arbeit, als ich eigentlich dachte. Und letzten Endes habe ich es natürlich geschafft, aber. Ja, da war die Zeit schon knapp. Dann hatte ich noch einen Abfluss da in dem Haus, der war verstopft. Die wunderten sich, dass unten das Wasser aus der Decke kam im Keller. Und dann guckte ich oben, ja, und im Wasser, im Waschbecken stand das Wasser. Und unten drunter, wo der Siphon in die Wand geht, da ist so eine Gummimanschette, die war undicht. Da lief es dann in die Wand rein, durch die Wand runter und tropfte im Keller raus. Ich sage, ist klar, wenn da oben der Abfluss so verstopft ist, dass es dann und undicht auch noch, dann muss es ja rauslaufen. Ne? Ja, gut, okay. Lange Rede, schwacher Sinn. Abfluss auch noch sauber gemacht. Es wurde später, es wurde später. Mittlerweile war es schon Mittag und dann ereilte mich der nächste Anruf. Ja, bei uns ist die Toilette zu. Ich kann nichts mehr machen hier. Das ist alles, kommt in der Dusche wieder hoch und so. Also so ganz lecker. Ne? Ich so, naja, gut. Packst du dir die große Spirale ins Auto, die kleine und ein bisschen was weiß ich. Ne? Fährst mal los. Ja, und dann habe ich da gerührt. Och Mensch, das wird gar nicht. Ich kam irgendwie rein, aber dann nicht wieder raus. Und die Spirale ist so, das ist quasi wie so ein richtig fester Draht, der ja, in einer Spirale gedreht ist. Und wenn man den jetzt irgendwo drüber zieht, dann, ja, es ist halt eben wie eine Feder, müsst ihr euch das vorstellen. Ja, und da kam ich rein, das ging. Aber raus ging nicht. Ich hing an irgendeiner Ecke fest. Irgendwas Scharfes ist da. Da geht die Spirale rüber und bleibt immer an dieser Ecke hängen. Und wenn ich dann ziehe, ziehe ich es nur noch fester in die Ecke. Ich kriege es nicht mehr rausgezogen. Das heißt, ich muss die auf links rumdrehen und dann muss ich die quasi wie so ein Gewinde rausdrehen aus dem Abfluss. Also irgendwas ist da nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt da nicht. Außerdem war da kleine Styroporbällchen dran an der Spirale. Das heißt, da muss irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich weiß es nicht. Muss ich heute mal gucken. Denn ja, gestern Abend war erst frei, lief auch ab, aber es war ja klar, irgendwas ist da eingestürzt oder ich nehme an, das ist vorm Haus her. Also das Haus, die Hauswand ist ja normalerweise außen einmal mit so einer Dämmplatte, mit so einer Styroporplatte versehen. Wenn jetzt vorm Haus, wenn das Haus sich gesetzt hat oder draußen das Grundstück sich gesetzt hat, irgendwas, dann schert das den Abfluss ab. Und ich denke, an der Stelle ist das Problem. Weil diese Styroporkügelchen, die da drin waren, die sprechen genau dafür. Naja, gut. Ich werde mir heute die Spirale mitnehmen und nochmal eine Kamera. Ich habe eine kleine Abflusscam. Weiß nicht, wer von euch das verfolgt hat. Ich habe da mal. Ich habe die mal repariert. Da war das vorne die Kamera kaputt und da habe ich mir so eine Spionkamera reingebaut. 12 Volt mit einem Sender. Und habe das also gefixt und funktioniert wieder ganz gut. Und ja, damit werde ich dann mal dahin und werde da mal reinlummern. Gucken, was da los ist. Wenn der Abfluss abgeschert ist, ja, dann muss man draußen schachten. Das nutzt dann alle nichts. Und das große Problem ist, ich bin heute noch da.
Morgen habe ich keine Zeit. Sonntag wird nicht gearbeitet. Und am Montag fahren wir nach Hamburg. So, jetzt kommt ihr. Ja, so ist das dann, ne? Es ist alles irgendwie Käse. Ja, jetzt habe ich heute dann wahrscheinlich keine Zeit, ne? Das werde ich alles heute irgendwie regeln müssen. Wenn das fertig ist, ja, ich werde da heute nicht mehr schachten, das ist Quatsch, aber wenn das fertig ist und ich weiß, was es ist, dann fahre ich ganz schnell zum Dennis, denn der ist auch am Raken. Da ist ein Speicher anzuschließen und das ist so ein bisschen schwieriger. Wir wollen da was basteln und zwar ist das jetzt eine Kombitherme und da soll ein Speicher angeschlossen werden an diese Kombitherme. Und die funktioniert normalerweise so, dass da ein Pin hochgeht, der diese Therme in Gang setzt und auch das Drei-Wege-Ventil in Gang setzt. Das ist jetzt nicht nur rein elektronisch ein Mikroschalter, das wäre jetzt kein Problem, aber der setzt auch Mechaniken in Gang, die dann wiederum, naja, das ist egal. Also auf jeden Fall muss da ein Pin hochgehen und da habe ich mir was besorgt. So, ich will euch das mal gerade zeigen. Hoppala. Kann ich euch das jetzt so zeigen? Ja, ich glaube schon. Ich mache mal gerade ein bisschen Licht an. Und zwar, hoppala, so ist blöd. Einmal umdrehen. So einen kleinen Elektromagneten, 12 Volt. Der funktioniert also folgendermaßen, wenn ich hier eine Spannung von 12 Volt drauf gebe. Moment. Dann zieht er an und schiebt dann über diesen Pin hier, na, so, der schiebt dann über diesen Pin, klack, den Pin nach oben, um die Therme zu starten. Ja, aber bei mir sieht es im Moment unmöglich aus. Guck mal hier, ach, guck, Bobs kleine Schleifbude. Ich habe gestern mein Raketenmesser geschärft. Ist unscharf, ne? Warum stellt das nicht scharf? Keine Ahnung. Ah, ne, wahrscheinlich sehe ich das nur so dadurch, dass ich die Brille nicht auf habe. Hab gestern mein Messer geschärft und was soll ich sagen? Wäre schon ganz gut, wenn ich noch eine Stufe feiner schleifen könnte. Also der Stein müsste noch ein bisschen feiner sein. Das ist jetzt ein 1000 6000er und ich bekomme noch ein 3000 8000er und damit will ich dann mit 8000 auch nochmal schleifen. Und dann sollte es wohl ausreichen. Also zum Rasieren ist das so schon gut. Ich kann das schon, aber ich denke, ich kriege es noch ein bisschen feiner hin. Hab da mal mit der Lupe geguckt. Da sind schon noch, man sieht schon noch die Faserung, also die Schleifgrate, ne? Man müsste schon, schön wäre es, wenn es richtig glatt ist. Naja, dann übers Leder zuletzt nochmal und dann soll es wohl gehen. Ja, ist unglaublich, wie scharf man diese Dinger kriegt. Also richtig gut. Könnt ihr auch bald mal wieder starten, ne? Mal wieder einen Versuch. Mal gucken, ob ich mich wieder so zerschneide. Aber wenn es scharf ist, wird es wahrscheinlich besser gehen. Also das und einweichen. Ich glaube, einweichen ist auch noch so ein Ding, ne? Ich muss mal mit Kai sprechen. Also ich denke, ich weiß nicht, ob er das macht, sich so richtig schön vorher den Bart einweichen. Dass das Haar richtig schön aufgeweicht ist. Dann geht es ja auch noch mal leichter. Aber gut, okay. Wie gesagt, das sind alles so Sachen, die dann hinterher kommen. Da halte ich euch auf dem Laufenden. Irgendwann seid ihr mal live dabei. Ja, Wiese brauchen wir nicht gucken, haben wir gestern gemacht. Gestern hatte ich nicht so viel Zeit. Heute, ja gut, eigentlich Zeit. Ist halt, ob ich jetzt hier sitze, alleine Kaffee trinke oder ihr seid dabei und ich erzähle euch was. Von daher ist es egal. Nur, ja, wie gesagt, steht viel Arbeit an. Morgen früh wollen wir ein bisschen spazieren gehen. Der Tönsi kommt, also unser Henrik, aka Tönsberger von Twitter, der kommt und dann wollen wir morgen mal ein bisschen spazieren gehen. Mal gucken, ob ich vorher noch was aufnehme. Ich denke schon. Aber da freue ich mich schon drauf. Deswegen, morgen will ich auf jeden Fall den Tag für mich haben, weil ich muss dann nachmittags, muss ich eigentlich auch zum Teich. Ich müsste dann nochmal Rasen mähen, bevor wir denn letztendlich wirklich nach Hamburg fahren. Ich bin nur eine Woche weg, aber es ist immer so, ne? Darauf die Woche ist ja noch, darauf die Woche ist Montage angesagt. Da werde ich wahrscheinlich nach Berlin fahren wieder nochmal und
darauf die Woche ist dann schon rockhart, ne? Und bin ich auch eine Woche. Im Moment bin ich total verplant, ne? Naja, gut, aber muss halt so sein. Ist so, die Arbeit ist halt wichtig, muss gemacht werden und den Rest kriegen wir auch noch durch. Was soll das? Das ist Gejammer auf hohem Niveau. Ich bin ja froh, dass ich was zu tun habe. Was soll das? Na, eben. Ja, los. Freitag, Freutag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende schon mal und wir sehen uns morgen früh wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Bob.